Hallo und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Part von Super Mario Bros. Wonder. Beim letzten Mal haben wir die Speziallevel von den Welten 3, 4 und 5 erfolgreich abgeschlossen. Und heute geht es weiter mit dem Speziallevel von Welt 6 Magmatiefen. Nur wo war hier jetzt gleich nochmal das Speziallevel unten, oder? Ja, und zwar ganz unten. Ja, genau, ganz unten und dann nach links. Hier gab es diese drei Profi-Abzeichentests. Genau. Hier geht's dann in die Spezialwelt. Alles klar. Ja, die Lava-Welt war auch an und für sich eine ganz okaye Welt. So ein paar Elemente haben mir absolut nicht gefallen. Gut. Wie sieht's hier aus? Magma Spezial Tempo Tempo. Oh, der Titel gefällt mir nicht. Das impliziert, dass man sich hier sehr stark beeilen muss und das mag ich gar nicht. Viel Glück. Okay. Bumper finde ich nicht gut. Stachelkugel. Oh nee, haben wir nicht allzu häufig gesehen und ich sehe, was hier gefragt ist. Oh Mann. Ja, geh zurück und aktiviere das Teil nochmal. Nein, ach komm schon. So ein Mist. Brauche ich den Pilz? Ich brauche den Pilz hier gar nicht. Gib mir die Mütze. Viel Glück. Geht ja schon mal gut los. Uff. Viel Glück. Aber seht ihr so, die ersten zwei Münzen habe ich schon, ja. Und das ist ja, denke ich, hier vor allem in diesen Leveln mit dieser höheren Schwierigkeit eine ganz legitime Taktik, dass man zuerst die Münzen akquiriert, die man so braucht. Ha. Und dann erst das Level im Hard Mode durchspielt. Ja, geh durch. Ich mag diesen Bowling Pin Sound. Der kommt, wenn man mit der Stahlkugel irgendwas zerstört oder auch über Gegner drüber rollt. Das Geräusch, das finde ich sehr satisfying. Ja, okay, ohne die Münze zu holen, auch absolut kein Problem hier. Oh lol, was ist das denn? Nein, auf die Drachen wieder. Oh. Nein! Die letzte Sekunde. Viel Glück. Wie absolut unnötig. Schneller, schneller!
aber wenn wir mal ehrlich sind, auch gar nicht mal so ein schweres Level. Toll gemacht. Also, verglichen mit dem Rhythmus-Level oder mit den Rhythmus-Leveln, Plural, Mehrzahl, verglichen damit ist das hier nichts. Gut, wenn man es unbedingt im First Try schaffen will, ist es ein bisschen knapp hier an alles ranzukommen, aber ist auch absolut kein Problem. So, das war jetzt hier Welt 6. Dann, ja, dann fehlt noch das Level, das Speziallevel von den Blüteninseln. Das schaltet man übrigens frei, indem man hier diese Wegverbindung schafft, indem man hier das Wigglerrennen durchspielt. Wenn man das Level hier geschafft hat, kommt hier die Verbindung zum Anfang der Blüteninseln und dann erscheint das Level hier. Ja. So, Blüteninseln Spezial Goomba Turnstunde. Oh, ein Goomba Level. Ha. Bis später. Elender Mist. Oh yeah. Bis später. Warum nicht gleich so? Okay. Okay, und als Goomba ist man sehr langsam und man kann nicht allzu hoch springen. I see. Aber man kann auf Stacheln laufen und das schließt auch die Stachelgegner hier mit ein. Gut. Nein. Alter, vor allem man springt nicht mal höher, wenn man den Sprungknopf als Goomba gedrückt hält. Lol, die Stelle gerade eben hat mich mega an Doodle Jump erinnert. Oh, wee. Okay, und auf den Donut-Blöcken ist auf jeden Fall auch Springen der Weg zu einem, ja, billes Timing. Auf den Donutblöcken ist Springen der Weg, um zu überleben. Das war auch wieder absolut unnötig. Noch was. Den Pilz nehme ich genau für diese Stelle mit, damit ich hier einfach durch Damage boosten kann. Damit es mich nicht noch mehr aufregt. So, aber erste 10er-Münze, gar kein Problem. Zweite war auch nicht so schlimm. Also das hätte man auf jeden Fall schaffen können. Der Rückweg von da ist absolut nicht schwierig. Ey, was ist denn das jetzt? So, hier jetzt ganz ruhig und entspannt. Die Münze haben wir schon. So, und hier ist Springen wichtig. Ein Baum. Oh!
Okay. Ja. Und die kommen auch immer wieder. Okay. Okay. Und die machen Luftblasen, auf denen wir hochspringen können. Was ist das hier? Okay. Doch gar nicht mal so schwierig. Und hier noch ein versteckter Luigi-Block. Oder sagen wir so ein versteckter Block. Ja, Luigi, mach keinen Mist, Junge. Okay. Dann hätte ich das Level vom letzten Mal eigentlich noch hier in dem Part machen können, weil der Part ist jetzt im Vergleich zu den anderen eher kurz. Jetzt ist die Frage, belasse ich es dabei oder mache ich noch ein Level? Ich habe schon wieder 500 Münzen. Wisst ihr was? Wir vervollständigen einen Charakter. So, und zwar hier über die teureren Aufsteller, wo wir ja definitiv einen bekommen, den wir noch nicht haben. Und damit ist Mario fertig. Und wir machen auch Luigi fertig, weil, warum nicht? Wir haben ja das Geld. Wir haben die Kohle hier in-game. Zack. Ach komm, und Peach gönnen wir uns auch noch. Sehr schön. Ja gut, und dann gehen wir halt noch hier in dieses Level rein. Das dürfte ja dann das allerletzte sein. Wobei da auch noch steht, dass man 16 Wundersamen für irgendwas braucht. Ah ja, Halbfinaltest Piranha Reprise. Okay. Gut, dann gehen wir hier noch rein. Ah, wieder ein Song-Song-Song-Level. Nice. Und wir bekommen sogar eine Blume spendiert, wenn wir groß sind. Awesome. Ein Marsch. Ah. Oh ja, stimmt ja. Piranha-Pflanz kann man nicht durch Springen killen. Upsi. Wow, da wurde ich reingedrängt. I see. What the? Versteckter Peach-Block für Elefanten-Item. Let's go. Schön zu wissen. Ich mache denselben dummen Fehler nochmal. Oh Mann.
Ey, wie schnell? Ich komme hier gar nicht nach. Ich komme gar nicht nach. Was ist das denn? Aber jetzt haben wir alle drei Münzen, immerhin. Aber wie schnell wurde das denn da bitte am Ende? Kommt man da wirklich nicht hinterher? Auch nicht allzu schwierig, wenn man sich konzentriert. Dann war auch wieder eine schöne Musik. Also die Musiklevel in dem Spiel sind schon gelungen. Ausnahme die Rhythmuslevel. Ja, und die Musiklevel hier sind wirklich sehr, sehr schön, weil Mario ist jetzt nicht das Franchise, das man jetzt in erster Linie mit Musikleveln assoziiert. Das wäre dann eher sowas wie Rayman. Zum Beispiel. Ein paar wenige Aufsteller brauchen wir noch. Ich weiß ja nicht. Also so aus dem Gefühl heraus würde ich ehrlich gesagt lieber nicht unter 300 lila Münzen gehen. Und mit denen können wir uns immer noch hier einen kleinen Extra-Schub vor dem Game Over holen. Aber dann wiederum will ich auch endlich hier die Aufstellersammlung fertig haben. Zack, zwei fehlen mir noch. Der vorletzte Aufsteller und der letzte. Und das wäre das. Du hast alle Aufsteller gesammelt. Zur Belohnung erhältst du eine Medaille. Jetzt hast du schon zwei. Und wie vielen ist da die Frage? Kann man das irgendwo sehen, außer... Nee. Für alle Abzeichen gibt es bestimmt auch noch eine Medaille. Medaille? Wir können es uns ja schon mal ansehen. So ein kleiner Ansporn für nächste Folge. Dann wiederum müssen wir das Level hier auch erstmal freischalten. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs wieder mit dabei sein. Und wenn ihr erfahren wollt, wie das allerletzte Level hier in Super Mario Bros. Wonder aussieht, dann schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein, würde mich sehr, sehr freuen.
bis zum nächsten Mal. Ciao.